Guten Abend. Neben mir steht einer der Menschen, von dem man im Krimi immer liest, nämlich einer, der sich mit Knochen auskennt, mit alten Knochen, mit Leichenknochen. Wie kommt's? Ja, ich habe früher viele Krimis gelesen. In meiner Familie wird sehr viel Kriminalliteratur konsumiert. Und dann über dich bin ich dann unter anderem da reingerutscht. Was hast du denn von mir mal gesehen oder gelesen oder gehört oder so? Also diverse RTL-Shows, in denen du auftauchst. Über YouTube bin ich auch ziemlich so reingeraten. Es gibt viele YouTube-Videos, wo wir Dinge zeigen, ja, das stimmt. Ja. Und jetzt studierst du wo? In Tübingen, Archäologie im Hauptfach. Und im Nebenfach Paläoanthropologie. Das musst du vielleicht mal kurz erklären. Also Paleo heißt es alt. Wie alt muss es dann sein, damit es Paleo ist? Oh, das ist... Wir haben eigentlich alles. 500 Jahre, ja. Teilweise auch schon in der Sammlung. In Tübingen gibt es eine sehr große osteologische Sammlung. Und genau, also... Würdest du denn empfehlen, also jemand, der jetzt vielleicht nicht Polizist oder Polizistin werden will, aber auch nicht Biologe oder Biologin und sich trotzdem so ein bisschen kriminalistisch interessieren will, ist da dein Studiengang der richtige oder ist das eher was anderes und nicht so kriminalistisch? Ja doch, also man kann in der Paläoanthropologie auf jeden Fall ziemlich viel in Richtung Forensik machen, über Nebenkurse, gerade auch im Master dann, in naturwissenschaftliche Archäologie. Also das kann ich doch empfehlen, ja. Sag doch mal ein Beispiel, was man da so sieht. Also ich grabe jetzt eine Leiche aus, dann finde ich da eine Gürtelschnalle und einen Stein und zerbrochene Knochen. Was lest ihr dann zum Beispiel so daraus? Gut, also ich bin jetzt im zweiten Semester. Ja, klar, also aber was hast du mal gehört in der Vorlesung? Ja, also man kann das Alter feststellen, das Geschlecht, natürlich über die Gürtelschnalle, dann unter Umständen noch den sozialen Status. Es ist eigentlich Spurenkunde, es gibt sogar Insekten. Wir haben schon Insekten gehabt, die aus sehr alten Gräbern kamen, die zum Glück von den Archäologen und Archäologinnen aufbewahrt wurden. Da konnte man etwas zu den Lagerungsbedingungen, bevor sie begraben wurden, sagen, weil nicht alle Tiere überall bei derselben Temperatur und Feuchtigkeit drangehen und so. Was würdest du gerne mal machen? Würdest du was Bestimmtes gerne mal ausgraben? Archäologen graben ja immer gerne. Ja, also ich habe mich im Neolithikum, habe ich jetzt schon ein bisschen gegraben, recht wohl gefühlt. Und ansonsten, Mittelalter ist natürlich sehr interessant, weil man direkt, man hat noch mehr Spuren als im Neolithikum. Sag mal kurz, wann Neolithikum ist, nicht alle wissen das. Oder war, muss man besser sagen. Also ich habe jetzt 7000 vor heute gearbeitet. Das war so die zeitliche Ebene. Hast du da eher Furcht, wenn du reingehst? Also ich war neulich mal an so einer Ausgrabungsstelle, so einem Richtplatz, könnt ihr googeln, auch bei YouTube, so ein Henkershügel. Und dann hat die Archäologin, hat dann immer so ganz, ganz zart bräunliche Linien im Sand weggraben und gesagt, das war mal der Sarg. Und jedes Mal, wenn sie weggegraben hat, ist halt so ein Millimeter von dem Sarg da mit dem Sand verschwunden. Ja. Wie ist das für dich so? Wie fühlt sich das an? Ja, also es macht schon Angst. Aber man, klar, Archäologie zerstört und wir versuchen ja immer so den Mittelweg zu finden, auch immer noch etwas übrig zu lassen für die Zukunft, weil man davon ausgeht, in der Zukunft sind die Methoden besser. Die Angst geht recht schnell. Also du meinst jetzt Angst, dass man was kaputt macht, meinst du das? Ja, ja, genau. Aber Angst vor den Knochen hast du nicht. Das wäre der falsche Studiengang. So Leute, hier seht ihr jemanden, der tausendmal näher an der forensischen Anthropologie ist, als ich das jemals sein werde und auch die meisten Leute, die ihr im Kino seht. So sehen forensische Anthropologen vielleicht dann mal bald aus. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, ich habe zu danken. Tschö. Guten Tag, wir sind in Bamberg, in Oberfranken. Nicht in Bayern, ne? Ja. Ja, ja. So, und neben mir steht jemand, ich bin so mega geflasht. Erzähl einfach mal, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Vor, ich weiß nicht, 6 Jahren oder so, 7 Jahren in London an der deutschen Schule, bei einem Vortrag. Und die ist so ein bisschen außerhalb von London in so einer, das war echt sehr, sehr idyllisch. Ja, ja, sehr, sehr schön da, ja. Aber was eher langweilig idyllisch oder idyllisch? Das war idyllisch. Das war, ja, schon. Und, das war schon sehr angenehm. Was sagst du denn zum Brexit? Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße. So, und jetzt kommt der Dreh. Ich habe da einen Vortrag gehalten über wahrscheinlich Insekten auf Leichen, vermutlich. Mhm. Und jetzt kommt der Dreh. Was machst du jetzt gerade? Also sozusagen beruflich oder studiert? Beruflich, ja. Ich habe dann Biomedizin studiert in Würzburg, also nicht weit von hier. Und fange jetzt Forensic Science in Amsterdam an. Noch Fragen? Es bringt was, meinen Vortrag zu hören. So sieht's aus. Hast du eine Nachricht für die ganzen Kids, die sich auch überlegen, ich will so wie was mit Forensik machen? Was sollen die tun, damit sie in deine Fußstapfen und in meine dann sozusagen steigen können? Lernt was Gescheites, studiert was Gescheites und einfach machen. Was hältst du für gescheit? Alles, was mit Biologie zu tun hat. Ah, das wärmt mein Herz. Hier habt ihr es gehört. Wie heißt du?
Tim. Der Tim. Wie lange warst du in London? 4 Jahre. So. Kannst du auch empfehlen, ins Ausland zu gehen, schon als Schüler? Absolut, ja. Wie lang? Lohnt sich. Mindestens ein Jahr. Mindestens ein Jahr. Kennst du einen schönen englischen Begriff, den andere Leute vielleicht nicht kennen, den du aufgeschnappt hast als Schüler? Boah, ist ja schon so lange her. Stud Muffin, Oddball. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann googelt das. Was sagst du dazu, dass er jetzt vielleicht Forensiker wird? Ja, finde ich gut. Bist du gut? Bist du auch Forensik-Fan? Ja, auf jeden Fall. Liest du gerne Krimis? Ja. Findest du auch Biologie was Gescheites? Ich studiere auch Biologie. So, tschüss, macht's genauso. Tschüss. Dankeschön.